Sie hat ja auch sie so freundlich bewegt. Auch als sie die Tischler gefahren haben, hat sie voll durchgerissen. Hey! Vicky! Strumpfhauen! Ist das Strumpfhauen? Nein! Aber sie nimmt es heute einfach mal überhaupt nicht ernst. Hey, wo bist du hin? Hey! Jetzt Nick, ich starb zurück! Hat sie Hafer gekriegt? Hallo, hier bin ich mal wieder und wir machen auch gleich weiter mit dem 101., 101., ich weiß nicht so genau, wie man es dann nennt, auf jeden Fall mit dem nächsten Abschnitt. Krömlitz, Frühjahr 2014. Von hvh@internet.de. Betreff: Ihre interessante Ausstellung in München. An mich: corinne.halsvor@net.com. Sehr und hochgeehrte Frau Halsvor. Mit großem Vergnügen und Interesse an Ihrer Malerei haben wir, meine Frau und ich, Ihre Ausstellung in München am vorvergangenen Wochenende besucht. Wir kamen auf Einladung eines gemeinsamen Bekannten, des Herrn F., der ein engagierter Unterstützer Ihrer beeindruckenden Arbeit ist. An diesem Abend wurden wir auch mit Ihrer Freundin, Agentin und Vertreterin Frau van Bingen bekannt gemacht, die uns ihre Daten weitergab. Leider ergab sich hier kein persönlicher Kontakt mit Ihnen. Sie waren stets so belagert, dass wir uns nicht aufdrängen wollten. Daher nun hier diese Anfrage. Als großer Bewunderer ihrer Kunst und mit großer Anteilnahme an ihrer Geschichte, die Frau van Bingen mehrfach durchscheinen ließ, möchte ich Ihnen diesbezüglich gerne ein Angebot unterbreiten. Ich verfüge über eine Immobilie in Ostdeutschland, die noch nach einem Verwendungszweck sucht. Ohne hier allzu weit ins Detail gehen zu wollen, würde ich mich sehr freuen, wenn wir vielleicht ein persönliches Gespräch anberaumen könnten, bei dem ich Ihnen dieses Projekt gerne ausführlicher vorstellen würde. Vielleicht könnte dies Ihre Rettung sein, zum gemeinsamen Vorteil. Hochachtungsvoll, Ihr Hugo von Hülstorf. Von mir, corinne.holzwohr@net.com. Betreff Re, Ihre interessante Ausstellung in München. An HVH Hülstorf, hvh@internet.de. Sehr geehrter Herr von Hülstorf, vielen Dank für Ihre schmeichelhafte Mail. Ihr Interesse an meinen Bildern freut mich sehr. Ja, wirklich schade, dass wir uns an diesem Abend in München nicht persönlich kennenlernen konnten. Was meine Rettung angeht, so hoffe ich doch, diese nicht unmittelbar zu benötigen, da wir zunächst wegen unserer momentanen Behausung einen Prozess führen werden, wollen wir das Ergebnis erst abwarten, bevor wir uns nach einer neuen Immobilie umsehen. Daher haben wir im Moment tatsächlich noch keinen Bedarf an einer neuen Unterkunft. Mit dennoch herzlichem Dank für Ihre Anteilnahme und Ihr Angebot. Aus dem wilden Osten Deutschlands, mit freundlichen Grüßen, Ihre CH. Von hvh@internet.de. Betreff Re, Ihre interessante Ausstellung in München. An mich, corinne.halsvor@net.com. Verehrte CH, vielen Dank für Ihre prompte Antwort aus dem wilden Osten Deutschlands. Ja, da habe ich auch einige eigene Erfahrungen gemacht, die ich einer solchen Beschreibung gerne anfügen könnte. Dieser Teil Deutschlands ist wirklich, sagen wir, anders, als wir dies von unserem gemütlichen Bayern kennen. Auch hierüber, denke ich, könnten wir ein interessantes Gespräch führen. Natürlich wünsche ich Ihnen alles erdenklich Gute für Ihren Prozess. Mögen Sie gewinnen und Ihre Wünsche verwirklichen. Im Falle eines wideren Ausgangs jedoch erlauben Sie mir, mich gelegentlich mit Ihnen in Verbindung zu setzen und mein Angebot zu wiederholen. Ich bitte Sie, dies nicht als Unhöflichkeit aufzufassen. Wenn Sie wüssten, um was für einen Ort es sich handelt, dann, da bin ich mir sicher, würden Sie die Passgenauigkeit und den Reiz, der in dieser Kombination Ihrer Person mit meiner Immobilie liegt, sofort erkennen. Erlauben Sie also, dass ich die Flinte nicht sofort ins Korn werfe und Sie weiter mit der gebotenen Zurückhaltung kontaktieren werde. Hochachtungsvoll und mit den besten Grüßen aus dem gemütlichen, guten, alten Bayern, Ihr Hugo von Hülstorf. So, das war's auch schon von heute. Und wie ihr seht, da gibt's ja schon wieder eine neue Person, Hugo von Hülstorf. Aber was will der denn eigentlich? Also ich meine, er erzählt von der Immobilie, aber warum will er, dass Corinne da einzieht? Und was sind eigentlich seine genauen Pläne? Und hat er vielleicht irgendwelche Hintergedanken? Das werden wir wohl erst noch rausfinden müssen. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn es so ist, gebt dem Video einen Daumen hoch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!